Hallo und herzlich willkommen bei Hotstock Flow. Mein Name ist Daniel. Ja, unsere Depot-Challenge ist bereits gestartet und natürlich in einer wirklich sehr interessanten Phase, denn viele der Wachstumstitel sind bereits in diesem Jahr weiter kräftig unter die Räder gekommen. Diejenigen, die meine ersten Käufe mitverfolgt haben, wissen ja, dass ich auch noch eine gute Cash-Position mir beibehalten habe und ich bin nun mittlerweile schon das erste Mal tätig geworden und habe ein neues Unternehmen mit hinzugenommen, von dem ich auch schon länger wirklich überzeugt bin, da sie eben dann auch schon mittlerweile profitabel arbeiten und auch in den nächsten Jahren noch sehr viel profitabler werden sollen. Ich finde, dass sie zurzeit wirklich sehr attraktiv bewertet sind und daher bin ich hier ebenfalls dann mit einer knapp 5%igen Gewichtung dann gestartet. Das zeige ich euch nun. Ich gehe nämlich direkt rüber in mein Depot, welches ich für die Challenge gebaut habe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hier befinden wir uns nun in meinem Portfolio, welches ich aufgelegt habe. Und ihr seht es auch, also die Performance ist schon wirklich sehr überschaubar in diesen wenigen Tagen. Denn der Markt hat natürlich vor allem jetzt hier so in der ersten Woche nur einen Weg gekannt und das war nach unten. Auch mein Hauptdepot ist ordentlich unter die Räder gekommen, da ja auch hier einige High-Grower mit dabei sind. Aber auch die großen Technologieunternehmen haben wirklich nicht gut abgeschnitten. Und natürlich möchte ich euch meinen ersten Kauf zeigen, und zwar das ist Pinterest, beziehungsweise meine erste Handlung, die ich vollzogen habe. Pinterest, es ist wirklich Wahnsinn, was diese Aktie so in den letzten, ja, 12 bis 15 Monaten mitmachen musste. Ein Minus von 54% und das, obwohl das Unternehmen halt eigentlich schon profitabel arbeitet und es auch in den nächsten Jahren noch sehr viel profitabler werden soll. Das ist ja für mich wirklich suspekt, wie sich die Aktie entwickelt hat. Also wir sehen es hier vor allem so im Zeitraum 2019 beziehungsweise Anfang 2020 ist es ja dann wirklich losgegangen. Da hat es nur noch einen Weg gekannt. Das war nach oben. Also wir waren im Peak über 240% im Plus und von da an ging es dann eigentlich nur noch abwärts für das Unternehmen, weil eben so viele dieser High-Grower unter die Räder gekommen sind. Also Pinterest ist für mich ein wirklich ganz spannendes Unternehmen, von dem ich viel halte und ich sie zurzeit auch wirklich sehr günstig bewertet ansehe. Mein Kaufpreis waren hier für 35 Stück insgesamt dann 1.007 Euro, also auch knapp hier 5%ige Depotgewichtung habe ich mich dazu entschieden, hier das Unternehmen dann mit einzunehmen und bin dann eben mal gespannt, wie das Ganze hier so performt. Ansonsten seht ihr hier auch mal so, also quasi alle Titel sind bei mir im Minus. Ich habe immer noch eine Cash-Position in Höhe von 2.300 Euro. Da werde ich auf jeden Fall mal noch schauen, was ich weitermache. Ich habe diesen Monat noch die Möglichkeit, dann einmal einen Kauf oder Aufstockung zu tätigen. Dem werde ich wahrscheinlich auch noch nachkommen, denn einige Titel, die ich wirklich ja interessant finde und von denen ich viel halte, sind auch weiterhin abgestürzt. Also manche sind ja schon 20% wieder im Minus seit Beginn der Challenge. Das wären natürlich immer mal Kandidaten für eine Aufstockung. Aber auch neue Unternehmen könnten es natürlich mit rein schaffen. Genau. Nun möchten wir uns natürlich noch kurz ein bisschen die Bewertungszahlen zu Pinterest anschauen. Und dazu springe ich dann rüber in die Präsentation, die ich vorbereitet habe. So, hier haben wir mal so einen kleinen Zahlenüberblick. Das KGV liegt aktuell bei 64. Das Kursumsatzverhältnis ist mittlerweile im einstelligen Bereich angekommen. Das KBV bei 7,9. Wenn man sich dann hier mal so die Entwicklung anschaut, im Jahr 2021 dann ein Plus von 325 Millionen und das soll sich in den nächsten Jahren fast verdreifachen. Also ich bin von Pinterest wirklich sehr überzeugt, da ich auch das Geschäftsmodell so spannend finde, da sie ja diesen Bereich des Social Medias quasi Hass frei und Fake News frei, ja, so neu aufgestellt haben. Das finde ich eben ganz spannend bei dem Unternehmen. Und zudem kommt dann eben auch, dass die Nutzerschaft von Pinterest wirklich sehr gewillt ist, Geld auszugeben. Sie haben nach wie vor hohe Wachstumsraten, auch was die Umsätze angeht. Die Expansion wird weiter vorangetrieben, also auch hier bei uns in Deutschland und Europa ist Pinterest sehr beliebt. Also ich kenne wirklich mittlerweile sehr viele, die die Plattform gerne nutzen, um sich zu informieren.
konsumieren, aber auch Sachen dann zu kaufen. Und bereits im Jahr 2023 sollen sie Nettomargen von 21% haben, weshalb ich mich dann nun dazu entschieden habe, sie in die Depot-Challenge mit aufzunehmen. Und ich bin überzeugt davon, dass Pinterest einen Turnaround hinlegen wird. Nun würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren und auch mal so euer erstes Fazit nach den ersten paar Tagen. Wie habt ihr denn so abgeschnitten bisher bei der Challenge? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare mit rein. Auch was ihr von Pinterest haltet, habt ihr sie selber mit drinnen? Warum nicht? Auch das würde mich natürlich interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.